Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls Part 158, glaube ich. Ja, meine guten 50.000 Seelen sind weg. Obwohl ich mir eigentlich noch überlegt habe, ob ich nicht noch den Ring der Opferung anlegen soll. Das war halt mein Gedankengang in der letzten Folge. Aber in dem Moment bin ich halt schon runtergefallen. Ja, war eigentlich schon wieder sehr geil. Das war jetzt Verschwendung. Scheiße. Okay. Kalamit, komm mal her. Ich brauch dich. So. Alles klar. Der setzt halt echt schon eine Marke hier. Der gute Kerl. So. Ja, das war jetzt suboptimal. Ich hätte mich nicht umdrehen dürfen. Ja, sie? Nee, doch nicht. Okay, aber jetzt. Nee. Doch, jetzt. Okay. Ja, ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache. Theoretisch hätte ich das jetzt schon mit der Riesenklut machen können. Ach nein, Mann. Alter, das kann nicht sein. Ich habe geblockt, Mann. Ach. Ficken, Mann. Ach, das ist doch echt ärgerlich. Scheiße, Mann. Ey. Mann, kann ich den nicht mal irgendwie mit einem befreundeten Typen jetzt machen? Du hast doch gesehen, wie es geht, Funko, oder? Ich hätte es fast geschafft. Du weißt jetzt, wie halt einzeln geht. Reicht es? Nee? Scheiße. Ach Gott. Naja, komm. Wir schaffen das schon. Müssen wir uns mal zusammenreißen. Dann machen wir jetzt noch die Wölfe weg. Dann sparen wir uns. Naja, komm, nee, das... Ich umgehe die Wölfe. 1000 Seelen, ey. Am Arsch. Dann werde ich halt einmal gebissen oder so. Das wird schon alles hinhauen. Oh, im Skype habe ich eine Nachricht. Ich weiß nicht, wer mich im Skype anschreibt. Das könnten eigentlich nur der gute Slef sein. Na gut, eigentlich ein paar mehr, aber es könnte theoretisch Slef sein und Benny. Hm. Das ist jetzt ein bisschen doof. Weil ich den Part jetzt ungern dafür unterbrechen würde. Aber Slef sieht ja eigentlich, dass ich Dark Souls spiele. Eigentlich. Naja. Ich hoffe, die beiden oder einer der beiden oder irgendein anderer, der da gerade von mir was will, der kann warten. Denn wir haben eine Mission zu erledigen. Wir müssen Kalamit töten. Hoffentlich. Zumindest müssen wir uns mit dem irgendwie rumprügeln. Ob wir den jetzt direkt töten, ist die andere Frage. So. Ja, Seen brauchen wir nicht, haben wir nicht. Okay, 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 okay. Wir müssen das günstiger angehen. Das ist halt mal wieder ein Boss, der nicht fordert. Ja, ein süßen Nito war jetzt nicht großartig krass. Dann, weiß nicht, der Wolf war jetzt nicht wirklich eine Herausforderung. Und ich bin jetzt schon wieder ein bisschen verweichlicht, was es angeht. Okay. Bleib ich einfach mal stehen, block das weg. So, trink was. Hoffentlich reicht's. Ja. So, zieh. Weiß ich gar nicht, ob ich da Range-Technik irgendwie ausweichen kann. Aber ich lasse es einfach mal über mich ergehen. Okay, was macht er jetzt? So, okay. Kann ich ein bisschen draufhauen. Ah, okay. Hat er nicht schnell genug das Schild wieder hochgekriegt. Ich möchte so einen Feuerball gerne mal zurückwerfen. Ob ich jetzt trinken kann? Kann ich trinken? Trink, komm, komm, trink, 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 trink. Jawohl. Okay, hin. Und zack. Und zack. Okay. Und zack. Sehr schön. Noch schön geblockt. Und wieder. Und schon sind wir hinter ihm. Ja. Ein bisschen Schwund ist immer. So, Feuer. Nee. Okay, jetzt aber Feuer. Scheiße. Hat er mich in den Rücken getroffen oder so? Okay, ich bin echt ein bisschen nervös wieder.
Okay, das hätte auch schief gehen können. Nein! Komm, 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 lieber Freund. Zack. Okay, reichweitenmäßig passt das? Ja. Komm, wir trinken noch was. Ist mir sonst so heikel, nicht, dass er mich wieder ungünstig trifft. So. Hopp. Hopp. Okay, schaffen wir das nochmal? Okay, zack. Okay, das hat nicht geklappt. Nein, ja, ich glaube, ich habe mich noch umgedreht. Hat nicht mehr gelangt. Okay, zum Glück habe ich geblockt. Ich wollte gerade angreifen. Okay, zack. Zack. Okay, sehr schön. Einfach nur ruhig bleiben und das Ganze hier runterspielen. Dann sollte das machbar sein. Wie man ja sieht. Okay, jetzt muss ich wieder langsam was trinken. Okay, gerade so habe ich geblockt. Er hat mir nichts abgezogen, ne? Okay, Psy-Kräfte. Und ja, ein Drittel haben wir noch ungefähr vor uns. Grob geschätzt. Okay, was macht er jetzt? Okay, der kommt mir, der ist mir zu nah, um mich zu heilen. Nein! Ach Gott, ey! Ich konnte es nicht blocken. Ich konnte es gerade echt nicht blocken. Es ist gerade ein bisschen zum Kotzen. Ach Gott, schade, schade, schade. Das war ein echt schöner Try wieder. Try, try, try. Naja, wir kriegen das hin. Leute, wir kriegen das hin. Ich weigere mich jetzt extra dafür, dagegen. Ich weigere mich extra. Okay, ich weigere mich jetzt extra, die Tries hier zusammenzufassen, weil, weiß ich nicht. Er spart mir erstens ein bisschen Arbeit. weil ich dann zeittechnisch mehr raushauen kann. Und zweitens, ja, so Tries, Boss-Tries ist immer ganz witzig. Vor allem, wenn ich mich dann irgendwie aufrege und schreie. Ja. Ne, mal gucken. Zur Not hole ich mir dann... Ja, ein Team-Part machen wir jetzt noch Tries. Mal gucken, ob wir dann im nächsten Part noch Tries machen. Ja, und dann hole ich mir vielleicht einen Befreundeten. Dann mache ich die... dann frage ich mal Tunker, was ich dann noch vor dem New Game Plus machen sollte. Und ja, dann sehen wir uns ja bei Quinn schon wieder. Und das, ja, es sind halt nicht mehr so viele Folgen. Dann kann man das eigentlich mal in Kauf nehmen hier. Ich werde schon jetzt nostalgisch. Es ist noch nicht zu Ende und ich werde jetzt schon nostalgisch. Ja, es war eigentlich eine schöne Zeit so in Dark Souls. Viel, viel Leid, viel, viel geile Sachen erlebt. Es ist echt eine Schande, dass ich das Spiel so spät für mich entdeckt habe. Muss man einfach mal sagen. Also, ja. Okay. Aber noch ist es ja nicht vorbei. Der gute Kalamit lebt ja immer noch. Komm her, komm her. Okay. Das Ding haut rein. Wir müssen nah ran. Der haut mir jetzt schon wieder fast die Socken weg. Okay. Alter Vater. So, jetzt kommen wir hier vorbei. Nein. Okay, komm, komm, komm. Da kommen wir hin, da kommen wir hin. Ja, geh halt weg, ey. Scheiße. Zu spät geblockt. Ja. Da konnte ich jetzt auch nichts machen.
klappt aber auch gerade nicht. Ich treffe den nicht. Jetzt. Okay. Naja, wenigstens ein Hit gelandet bisher. Ist auch viel wert. So, hier bei den Sachen kann ich eigentlich eine Sprungattacke machen. So, okay. Zack, trink mal was. Ach Gott. Och Leute. Kann ja nicht wahr sein hier. Bleib mal stehen. So, genau. Genau. Okay. Alles klar. Kann ich nochmal. Ja. Seine Psi-Attacke. Kann ich ja ohnehin nicht blocken, von daher. Es ist ganz gut, dass er die jetzt gemacht hat. Ja. Och, Leute. Seid doch mal nicht so schnell. Kann ja nicht wahr sein. So. Zack. Oh Gott, kannst du nicht mal dich... Nein, 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 nicht die... Ich hab's geahnt, ey. Ich hab's geahnt. Ich muss da wirklich ausweichen bei dem Ding. Ich darf da nicht blocken. Ist immer so eine Sache. Er kann halt in dieser Position, fliegt er auf mich zu oder macht die Attacke. Hm. Vielleicht rolle ich dann demnächst einfach weg. Ist, glaube ich, eine wesentlich bessere Variante, weil dann kriege ich halt einen kleinen Hit ab, den ich nicht blocken kann, aber ich bin erstmal aus der Range, denn das zieht halt doch schon echt krass viel ab. Das ist ja schon kacke. Ich weiß auch nicht, wann ich auf die Uhr geschaut habe, ne? Aber ich weiß gar nicht, weil ich den Part angefangen habe. Na komm, wir machen den Part jetzt einfach nochmal. Also wir machen jetzt einfach noch einen Try. Ich habe übrigens gesehen, wer mich angeschrieben hat. In Skype. Ich habe geillert. Sagt man das so? Nee, sagt man eigentlich nicht. Sagt man nur im Osten so, ne? Ich habe geillert. Ich habe gelunzt. Gelunzt? Beziehungsweise ich habe ja gar keine Ahnung, wie man das jetzt auf Hochdeutsch sagt. Keine Ahnung. Nee. Und zwar, ja, war jetzt nicht wichtig, also kann auch warten, das ist jetzt nicht so wild, nehme ich mal an. Von daher, ja, machen wir jetzt einfach den Part noch ganz normal zu Ende. Und dann kann ich der Person auch antworten. Naja, gut. Trinken wir mal was. Ist ja dann doch ein bisschen zu heikel. Naja, gut, wir schaffen das, Leute. Zur Not probiere ich den mal dann im nächsten, ja, ich probiere den einfach mal dann im nächsten Part mit jemand anderen. Zunke hat jetzt gesehen, wie er im Groben funktioniert. Und ja, an sich ist er machbar, aber ich bin da ein bisschen ungeduldig für. Ja. So, okay, er blockt also dann auch. Das ist schon mal gut zu wissen. Also wenn ich dann die Block-Taste trotzdem drücke, ist es zumindest... Okay. Trotzdem nicht ganz so scheiße, wenn ich nicht rolle. Das sind so Sachen, die ich halt ganz am Ende erfahre, ne? Dark Souls fast durchgespielt und dann erfahre ich halt solche Sachen. Okay, okay, okay. Sehr schön. So läuft das nämlich wesentlich besser, wenn ich der Sache ausweiche. Dann rolle ich jetzt erstmal immer, wenn ich... Na. Okay, 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 okay. Na, ich habe da geblockt, Mann, echt. Okay, eh außer Reichweite. Trink mal was und dann ab dafür. Okay. Nein! Mit dem Rücken stand ich da. Mal kurz an den Nagel kratzen. So, okay. Ach, Psi. Mann. Was ist denn das für ein Drache, der Psi-Kräfte hat? Wo sind wir denn hier? In der Fantasy-Welt oder was? Das ist alles total real hier. Kann ich nicht nachvollziehen.
Das war sehr doof. Das muss ich echt mal zugeben. Das war sehr doof. Ach, liebe Freunde, ich mache eine kurze Pause. Ich muss mich ein wenig sammeln. Und ja, mal gucken, ob ich dann die Session weiterführe. Ja, komm, wir bleiben hier. Und wir sehen uns dann morgen wieder mit Kalamit. Und ja, ich probiere es dann nächste Folge mal mit einem menschlichen Spieler. Mal gucken, ob wir den dann legen können. Dann starte ich gleich mal den Facebook-Post, den ihr dann eh... Ja, wenn ihr das hört, das ist ja eh schon ein paar Tage vorbei. Von daher könnt ihr jetzt mit der Information im Prinzip gar nichts anfangen. Naja, gut. So ist das halt. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder zu Let's Play Dark Souls Part 158 oder sowas. Mal gucken, ob wir vor 170 hier durch sind. Ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Naja, macht's gut. Bis morgen. Ich bin raus. Ciao, ciao.